Eine geballte Ladung Vikings Football steht in den nächsten Tagen auf dem Programm. Hier erfährt ihr alle Infos darüber im Vikings Weekly, dem Wochenmagazin eurer Thatcher Vikings. Die Mission Auswärtssieg in Mödling wurde am Samstag bravourös gemeistert mit einem 55:28 Sieg gegen die Sonic War Rangers. Kehrten die Thatcher Vikings aus der Vorstadt zurück in die Hauptstadt. Trotz eines sehr, sehr dezimierten Kaders in der Kampfmannschaft gelang es den Thatcher Vikings, einen ungefährdeten Sieg gegen einen der härtesten Konkurrenten in der Liga zu landen. Der American Football Benefits Event des Jahres steht vor der Tür. Wir laden euch alle sehr, sehr herzlich zur Charity Bowl 21 am Samstag, dem 1. Juni, in Stadion Hohe Warte ein. Es wird nicht nur ein Spitzen-Event, sondern auch ein Spitzenspiel, denn niemand geringerer als der Tabellenführer und Meister, die Sparco Raiders Tirol, kommen zu Besuch nach Wien. Die Begegnung zwischen den beiden Erstplatzierten in der Tabelle ist natürlich auch das AFL Game of the Week und wird von ORF Sport Plus live übertragen und gestreamt. Aber abgesehen von der Action am Spielfeld haben wir auch jede Menge Aktionen und Attraktionen rund um den Thatcher Vikings Game Day für euch geplant. Alles Wissenswerte darüber erfährt ihr auf unseren Social Media Kanälen. Lust auf Nachwuchsfootball? Dann kommt morgen Donnerstag, den 30. Mai, ins Footballzentrum Ravelin, denn der allererste Thatcher Vikings Nachwuchsspieltag steht auf dem Programm. Los geht's um 10 Uhr mit der U11, danach ist die U13, die U18 und zum Schluss die U15 am Start. Gespielt wird in allen Altersklassen gegen die Danube Dragons. Wir freuen uns auf lautstarke Unterstützung auf der Ravelin und auf den allerersten Young Vikings Game Day. Auch das Thatcher Vikings Team 2 bestreitet am kommenden Wochenende ein Ligaspiel. Sie treten auswärts in St. Pölten gegen die Invaders an. Kickoff ist um 15 Uhr. Ein Football-Resultat bin ich euch noch schuldig. Die Super Seniors der Thatcher Vikings unterlagen auswärts in Ips den Mostviertel Bastards mit 64:8. Wie unsere Thatcher Vikings Cheer- und Dance-Teams bei den Vienna Classics 2019 abgeschnitten haben und ein sehr ausführliches Interview mit unserem prominenten College-Export Bernhard Reimann zeigen wir euch nächste Woche im Vikings Weekly. Ich sag jetzt schon mal Tschüss, aber unser Vikings Abroad, der hat noch eine ganz wichtige Botschaft für euch. Kommt's alle am Samstag die Vikings unterstützen auf der Hohen Warte. Ich und meine Familie werden natürlich auch dort sein. Ich freue mich schon sehr, wieder alle wiederzusehen. Und ja, könnte ein echt interessantes Spiel werden. Ich freue mich schon echt drauf.